Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Prison Architect. Eine weitere Folge, die Gefangenen sind drin. Wir müssen uns sowas von beeilen, dass wir hier noch mehr Knast drin bekommen. Ich mache das jetzt mal so und dann kümmern wir uns demnächst auch mal um ein paar Luxuszellen. So, das war ja irgendwo, wo mein Hochsicherheitstrakt hier unten, ne? Komm, Mädels. Abreisen. Und zwar das Ding. Das hier. Das hier. Und dann machen wir dies hier noch aus. Versorgung fehlt. So, das müsste eigentlich reichen, wenn ich die jetzt hier. Ach, ich zieh's, komm. Geh mal hier durch. Immer großzügig. Wasserrohr. Da haben wir das Wasserrohr. Das können wir durch die Kantine ziehen. Würde sagen, wir ziehen das hier mal weiter. Bis hier hoch und dann machen wir nämlich eine zusätzliche Versorgung hinten dran. So, da kommt der Strom. Alles wird schön im laufenden Betrieb hier erstmal, ne, ausgebaut. So, mal hier ist mein Hochsicherheitstrakt, dann bleibt das hier zu. Dann kriegt der hier wieder eine Mauer rein. Hey, wie praktisch, es passt ja. Sehr schön. So, der Zipfen ist da, 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 da. So. Was jetzt eigentlich? Jetzt habe ich die ja oben stehen. Wenn ich jetzt nachorder, kriege ich wahrscheinlich zu viele, ne? Könnte ich mir zumindest vorstellen. So, ich weiß, ich kann mit dem Klontool arbeiten, bevor es in den Kommentaren kommt. Aber ich bin faul. Ich klicke lieber. Erhöht die Konzentration. Richtung Betten. Tausend haben wir noch. Auf jeden Fall gut. Können auch mal wieder nach den Subventionen gucken. Oh, was habe ich denn da gebaut? Bewusstlos. Oh. Arzt. Alter. Es gab natürlich einen Massenkeilrei da unten. Mist gebaut. Ich habe Mist gebaut, aber jetzt muss ich für gerade stehen. Mein erster Knast. Ich sag's immer noch. Mein erster Knast. Ich lerne dazu. Beim nächsten Knast wird alles super. Deine Luxusknast. Ups. So, Versorgung, die hole ich gleich mal ab, da würde ich sagen. Schon wieder mal jemand gebuddelt.
So, können wir mal hier unten auch noch ein paar Zellen für die schweren Jungs. So viel haben wir ja nicht, ne? Ne, das ist zu klein, das geht gar nicht. Hier kann ich keinen weiteren Knast hinmachen. Haben wir halt noch Vereinzelungsschleusen. Wo sind die alle verblieben? Sind die alle jetzt verstorben? Mein Leichenhalter muss ich ja... Okay, wann werden die abgeholt? Irgendein Raum nicht? Irgendein Raum noch nicht gebaut? Nö. Ich hab alle. Rüstkammer? Ne, passt. Okay. Na gut, gleich sind wir soweit. Ich habe noch Geld, 64.000, klar, haben noch Kohle. So, fehlt noch irgendwo was. Da oben fehlt noch versorgungsmäßig Strom. Okay. Machen wir das so. Gut, dann weisen wir das Ganze noch als Zellen aus. Dann machen wir diesmal aber nicht den gleichen Fehler wie beim letzten Mal, sondern wir machen das so. So. So, dann können wir auf jeden Fall noch Einlieferungen. Lass mal ein bisschen Luft. 30 müssen erstmal lang. Hoffen wir, dass das von der Kantine her hinhaut. Wenn wir von der Logistik gucken. So, 6 Stück. Sind qualifiziert, die teilen wir auch ein. Dann gehen wir hier, glaube ich, auf die Einrichtung. Hat er gerade nochmal gespeichert. Und dann können wir hier noch aus Vereinzelungszellen machen. Isolationszelle, genau. Sehr gut. So, bevor wir den gleichen Fehler wie das letzte Mal machen, stellen wir mal die Gefangenen ab, ne? So. Personal, Logistik, 14 Jobs, sind auch alle belegt. Okay, mehr können wir nicht. Dann sind die jetzt gerade am Arbeiten. Kantine sind 5. Hofft, dass der Hofgang jetzt so funktioniert. Habe ich doch, das hatte ich schon gemacht, gell? Da rot, da gelb, jo. Abhören. Abhören. Stationierung, nein. Versorgung. Verbinden. Dann abgehört. Sehr gut. Ich meine, die Kantine ist zu klein. Oder? Na, jetzt haben wir wieder Mahlzeiten bei Grün. Also das... Alle Gefangene speisen. Jetzt werden sie abgearbeitet. Jetzt holen sich Essen und gehen essen.
Jetzt gehen die Essen runter. Und dann, wenn genügend Grün, ja, dann, okay, dann müsste es reichen. Ich glaube, es ist nicht genügend Platz für die Leute. Nicht sein. Dass 77% nur rankommen. Dass die Sitzplätze einfach nicht ausreichen. 83%. Mal von der Stationierung. Ja, die drei setze ich mal hier ein. Jetzt haben nur 86% der Gefangenen was gegessen. Das heißt, entweder reicht das Essen nicht, das glaube ich aber nicht, sondern der Platz, wo sie sitzen können. Ach, scheiße. Okay. Aber vom Tagesplan habe ich es noch so aufgeteilt, oder? Tagesplanung. Ja. Die essen immer versetzt. Okay, da ist nicht der Fehler. Ich glaube, ich brauche mehr Sitzplätze, wenn es mich nicht täuscht. Das heißt, wir machen das so. Wir demontieren das hier. Dann setzen wir hier eine Betonwand, wenn er das hier runtergezogen hat. Komm, baus ab. So, dann machen wir hier nämlich noch Kantine draus. So, dann kriegen wir hier noch einen Tisch rein. Das könnte dann vielleicht reichen. Bank, Tisch, Bank. Ja, perfekt. Machen wir so. Sind es nicht genügend Servierwaren. Die Prozentzahl nicht mehr da. Komisch. Achten wir auf die nächste Mahlzeit, denke ich mir. Müssen wir einfach mal schauen. So, die Duschen. Puh, ob die Duschen lang? So, wie sieht's denn aus bei dem Programm? Schauen wir uns das doch mal an. Programme. Ein Interessierter, 8 von 26, das Grundausbildungsprogramm. Verhaltenstherapie, 7 in Warteschlangen, 0 von 5. Wenn ich jetzt das stoppe. Und das stoppe. Und dann. Das ist irgendwas, warum ist das rot? 26 in Warteschlangen, ist das vielleicht der Freizeitanteil? Lehrstelle als Tischler. 0 von 1. 2 interessiert. 8 von 26. Grundausbildungsprogramm. Mal starten. Ich glaube, ich muss noch einen Schulungsraum einbauen. Dass ich mir vor allem mal angucke, ob mein Zaun dicht ist. Ja, warum steht da oben das offen? Nee, steht gar nicht offen. Das sah nur so aus eben auf dem Bild. Okay. So, wir können noch lordern. 14 Gefangene. Oh, 13. Ein weniger. Immerhin einen auf Reserve. Ich glaube, hier muss auf jeden Fall noch. Köche haben wir dann 5. Und 2 gehen noch.
Krasse Knast, 123 Leute, jetzt kommen nochmal 13 dazu, also wir haben über 130. Wir haben noch irgendwo Subventionen gehabt, das wollte ich schon die ganze Zeit gucken. Alles abgeschlossen, Zellenblock C auf 100. So, da haben wir immer 30.000 dazu bekommen, D auf 200. Das kriegen wir noch nicht hin. Tischlerausbildung. Was denn für Abbrüche? Sicherung. Installiere einen Monitor, installiere 6 Kameras im Gefängnis. Ah. Das können wir auf jeden Fall machen. Da gehen wir doch mal hier auf die Einrichtung. Und Abhörgerät, Monitor. Okay, jetzt brauchen wir Kameras. Also, ich sag mal, der Hof muss überwacht werden. Und vielleicht noch hier so. Dann auf jeden Fall der Hof. Die Kantine muss überwacht werden. Und zwar dann auch noch mal hier. Sag mal 6 Stück, ne? Das müsste reichen. Ankommen. Nein, 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 nein. Ne? Ach, die gehen ja noch. Haben sie schon geliefert? Jetzt kommen nur die. Alles klar. Ich muss jetzt, wenn die geliefert werden, muss ich unbedingt. Die kuscheln jetzt da oben in der Dusche. Ich habe schon ein paar schwere Jungs. So, jetzt 1 Minute 59, 58. Der muss versorgt werden. So. Sind die Gefangenen da? Ne, 25, 24. Okay. Versorgung verbinden. Ne? Wissen die gar nicht. Sind die Funk oder was? Bau mehr Monitore. Oh, die sind aber auch falsch rum, ne? Demontieren. Demontieren. Die geht. Die geht auch. Und die geht auch. Okay. So, jetzt müssen wir die Gefangenen. So. So. Strom. Oh, die muss immer an Strom an. Okay, na gut. Brauche mehr Monitor. Habe ich. Dann versorgen wir das Ganze noch mit Strom. Das bin ich mal gespannt. Kameras. Mal so rum gesagt. Das passt jetzt. Baue mehrere Monitore. Hab ich doch. Hä? 31 Gefangene zur Entlassung bereit. Jetzt auf einmal oder? Jetzt verstehe ich was nicht. Allgemeines Ausbildungsprogramm. Training, Anhörung, sofort zur Entlassung. Hier. Ah, okay. Ah, okay.
Das ist dieses Programm. Raum geteilt. So, wir haben noch nicht genügend. Wie können wir das denn verschieben? So, Verhaltenstherapie. Ah. Hier das Programm. Okay, da muss ich mich mal in ruhigen Minute. Was ist denn hier los? Weil hier niemand arbeitet oder was? Was ist denn hier los? Nein, nicht stationieren. Logistik. Maximal Jobs 2. Ja, da schafft niemand oder wie? Was da Briefe angekommen sind, ist ja ordentlich. Hammer. Nun gut, ihr Lieben, wir gehen auf einfache Geschwindigkeit und warten mal ab, was in der nächsten Folge passiert. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.